Guten Tag, mein Name ist Samuel Koch, ich bin 22 Jahre alt, geboren in Neuwied am Rhein. Im Moment teilt sich meine ganze Lebensbetrachtung in vor dem Unfall und nach dem Unfall. Nichts ist mehr so wie vorher. Das gilt auch für meinen Umgang mit der Zeit. Der Unfall verändert unser Leben, meines und das meiner Nächsten. Irgendwie habe ich es bisher geschafft, ohne komplett durchzudrehen, mich aufzugeben oder zu verzweifeln. Und ich glaube, dass diese Kraft nicht aus mir selbst gekommen ist, sondern dass da jemand dahinter stecken muss, der nicht so zerbrochen, verwirrt und planlos ist wie ich. Zufrieden sein, aber sich nicht zufrieden geben, das trifft meinen Aggregatzustand ganz gut. Sich nicht zufrieden zu geben, ist immer gut. Man ist nie fertig mit seiner Entwicklung. Aber auch wenn es wie ein Widerspruch dazu scheint, lerne ich gerade verstärkt, zufrieden zu sein. Auch zwangsläufig zu entschleunigen, innezuhalten und zu begreifen, die Gegenwart kann eine wunderbare Dimension sein, in der es sich zu leben lohnt. Jetzt, in diesem Moment, kann ich die Schönheit der Schöpfung wahrnehmen, Erfahrungen austauschen, einen schönen Abend im Kreis lieber Leute genießen und zeitweise vergessen, was mit mir los ist. Vielleicht ist das also kein Widerspruch, sondern eine gesunde oder gar lebensnotwendige Spannung. Wunder passieren nicht auf Knopfdruck, aber Hoffen ist erlaubt. Ich hoffe darauf, mich wieder bewegen zu können. Auch wenn der Verstand mir rät, lieber nicht darauf zu setzen, um mich nicht selbst zu enttäuschen. Ich habe das zwar überlebt, aber überlebt habe ich es noch lange nicht.